Nichts Nützliches. Hat Barry vielleicht noch was Nützliches für uns? Jo, Munition hat er für uns. Ja, ein paar Replika-Waffen. Ja, und dann können wir uns natürlich hier das schöne Bild nochmal angucken. Unverändert wie eh und je. So, und da hier verschiedene Trophäen. Auf eine steht Schützenwettbewerbssieger, wie immer, Chris Redfield. So, hauen wir mal kurz hier eben ab. Müssen dummerweise jetzt nochmal, hätte es echt wissen müssen, dass wir da mehr Platz schaffen sollten. Naja, gut. Ich will jetzt auch noch kein komplettes Heilmittel verballern. Macht wenig Sinn. Wir müssen sparen, wo es geht. Ach, scheiße. Ja, kaum sage ich das. Passiert so eine blöde Kacke. So, jetzt hier ist wieder dieser dämliche Fettsack am Start. Boah Gott, ey. Also an dem vorbeilaufen wird unmöglich wahrscheinlich. Der blockiert einfach die ganzen Durchwege. Aber okay. So, erstmal ein bisschen Zeug abladen. Wir wollen alles mitnehmen, was da natürlich geht. Denn wer würde sowas liegen lassen, ne? Ich nicht. Laut einigen Medien ist man ja ein ziemliches Arschgesicht, wenn man nicht daran denkt, dass andere da auch noch möglicherweise was von brauchen. Ja. In Resident Evil 2 im Original mag das an einer Situation stimmen. Nämlich die, wo man die Tasche oder die Maschinenpistole einsammeln kann. Und man kann auch beides mitnehmen. Aber ja, ansonsten ist das ja nicht der Fall, ne? Egal, wollen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Wir wollen jetzt nochmal den Weg wieder hoch zum STARS-Büro gehen und die restlichen Sachen einsammeln. Unter anderem natürlich auch den Dietrich. Ja, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir den ganzen Weg hier hingegangen sind. Wir sind der Jill, wir sind Master of Unlocking, weiß man. Und diesmal standen die alle ziemlich günstig für uns. Weiß man nicht unbedingt immer, aber manchmal weiß man es dann auch ein bisschen mehr zu schätzen, ne? So, nehmen wir erstmal hier das rote Kraut mit. So, ein weiteres vollständiges Heilmittel in der Tasche zu haben, ist natürlich Gold wert. So, und dann plündern wir den Rest hier. So, erstmal den guten Freund hier. So, hat Rebecca noch was für uns? Jo. Wie immer ein Erste-Hilfe-Spray. Auch gut. So, und da übrigens das kleine Bild da aus Zurück in die Zukunft 3. Aber gut, sonst, ja, da ist nichts mehr da. Sonst gab es ja, glaube ich, auch nichts mehr für uns. Gut, dann hauen wir mal hier ab. Oh, oder auch nicht. Ja, irgendjemand namens Carlos braucht wohl irgendwo da Unterstützung. Ah ja, der Schreibtisch von Rebecca, einem Neuling bei STARS. Ja, irgendjemand namens Carlos hat da einen Funkspruch abgeladen. Wurde von seinem Platoon abgeschnitten. Hm. Klingt nicht sehr gut, wie auch immer dieser Carlos ist. Wir wissen es natürlich, aber hey, ich nehme jetzt mal nicht alles vorweg hier. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, im Remake sind wir als Carlos hier in der Polizeistation unterwegs und ich laufe wieder in den gleichen Wichser rein wie gerade eben. Blöde Kacke. Muss echt nicht sein. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Oh je, ich habe da so ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend.
So, als ob man gleich die Toilette aufsuchen möchte. Oh, scheiße. Und da ist er auch schon. So, wir laufen schnell weg. Denn der gute Kumpel hat einen Raketenwerfer dabei und das ist ziemlich übel für uns. Das wollen wir überhaupt nicht. So, hier können wir den Dietrich nutzen. Ah ja, da ist Schießpulver B. Nehmen wir mit. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt ganz schnell raus, denn der dämliche Nemesis, der ist hier nicht geskriptet und der kann dummerweise auch durch Türen gehen, sofern die Türen nicht mehr im Bild sind. So zum Beispiel. Und dann kommt der Arsch hinter uns her. Und ja, wir werden die meiste Zeit vor ihm davonlaufen. Wir haben nicht so wirklich die Munition, um den Kerl zu bekämpfen. Vielleicht machen wir es irgendwann mal. Ach, scheiße. Ja komm, wir nehmen eine volle Heilung, weil wir sind auf orangener Vorsicht. Also das heißt fast Richtung Gefahr. Damit wir das Kraut hier einstecken können, weil wir kommen hier nicht nochmal hin wieder zurück. Wäre ziemlich blöde. Und ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, im Hard-Modus, wenn wir ihn da besiegen, kriegen wir allerdings Waffenteile von ihm. Vielleicht werden wir das früher oder später mal machen. Ich habe da eine so eine Situation im Kopf. Wenn wir das da richtig hindeichseln, dass es vielleicht klappen könnte, dass wir zwar... Also wir müssen viel Munition in ihn reinpumpen, aber es gibt da... Manchmal hat man so ein bisschen Glück und kann so ein kleines Schlupfloch nutzen und ihn damit gehörig auf die Nüsse gehen. So, aber das ist was anderes. Hier haben wir jetzt den Dietrich für gebraucht, sonst wären wir hier natürlich nicht weitergekommen. Das ist der ganze Grund, warum wir in die Polizeistation gehen mussten. Aber okay, gut. Ein rotes Fass. Da nehmen wir Abstand und... Oh Gott, was war das? Keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall Pistolenpatron. Polizeipatron. Er hält etwas in der Hand. So. Tagebuch eines Söldners haben wir hier. 1. September. Nach 6 Monate lang intensiven Training ist mein Körper wieder auf Zack. Ja, nennen wir es mal so. Ich war ein guter Soldat, aber sie haben meine Exekution ohne Grund angeordert. Ich wurde gefoltert und dazu gezwungen, ein falsches Geständnis abzulegen. Ja, hatte mit Sicherheit einen guten Grund dafür. Aber naja. Man weiß ja nie, was dahinter steckt. Manchmal ist der Sergeant hat die Schuld, manchmal auch nicht. Na gut, wie dem auch sei. Machen wir weiter. Aber am Morgen meiner Exekution ist ein Wunder passiert. Die Firma hat mir da rausgeholfen und hat mir eine zweite Chance im Leben gegeben. Nennen wir es mal so. 15. September. Ich habe meinen Urlaub vorzeitig beendet und bin ins Hauptquartier zurückgekehrt. Es sieht so aus, als ob meine UBCS-Einheit in Aktion treten muss. Ja, dafür beendet er sogar seinen Urlaub. Das ist ein hart gedienter Soldat, ne? Naja, wahrscheinlich, wenn er das nicht gemacht wäre, auch exekutiert worden. Können wir mal auch stark von ausgehen. Okay. Umbrella behält seine eigene Paramilitäreinheit, um Firmenterrorismus und entgegenzuwirken und die Entführung von VIPs. Zusätzlich haben sie Nachtmänner, die darauf spezialisiert sind, Probleme mit illegalen Produkten aus dem Weg zu räumen. Ja, ich bin momentan ein Mitglied der Letzteren, also der Nachtmänner, die durch die Probleme mit illegalen Produkten aus dem Weg räumen. 28. September, Sonnenaufgang hier. Wir schlagen uns immer noch durch diesen Albtraum. Es gibt keine Vorräte von irgendeiner Art hier. Die Untoten laufen durch die Straßen und füttern sich an dem Fleisch der Lebenden. Hätte man mir eine Wahl gegeben, dann wäre ich lieber exekutiert worden. Todesstrafe war ein Asyl im Himmel im Vergleich zu diesem Ort hier. Ich habe mich entschieden, selbst den Abzug zu drücken, in der Hoffnung, dass mein toter Körper nicht wieder zum Leben erwacht. Ja. Hätte man sich schon ein bisschen denken können, dass er am Ende doch die Todesstrafe vorzieht. Ne? Aber gut. So, sonst hat er nichts mehr für uns. Dann hauen wir mal von hier ab. Und gehen weiter unseres Weges. Ist lustig in Raccoon City, dass irgendwie alle Straßen mit Türen miteinander verbunden sind. Das ist eine sehr ungewöhnliche Bauweise. Aber naja. So, was haben wir hier?
Da ist ein Feuerhydrant. Ein Feuerschlauch ist mit Schrauben befestigt. Ah ja, okay. Da formt sich in meinem Kopf was zusammen. Und da sehen wir blaue Kräuter, die wir jetzt noch nicht mitnehmen können. Okay. Aber wir kommen hier sowieso nochmal irgendwann wieder hier vorbei. Spätestens, wenn wir den Schlauch brauchen. Oh Gott. Hunde. Hunde, Hunde überall. Irgendwer hat da hinten gerade geballert. Vielleicht war es Kumpel von Meier oder von dem diesem Söldner dort. Meier war ja Polizist. Und diesen Meier irgendwo in einem anderen Resident Evil Medium sieht, ich weiß es nicht genau. Also ein Outbreak hat er, glaube ich, nicht. In Outbreak gibt es, glaube ich, keinen Charakter, der Meier heißt, oder? Ja, das sind dann so Fragen, die man sich stellt, wenn man den Shepard nicht dabei hat, weil der hat ja Outbreak gespielt. Naja. So, die Hunde hier wollen wir auf jeden Fall loswerden. Boah, irgendwie hätte ich mir jetzt auch gewünscht, das hätte ich nicht gemacht. Das nagt natürlich schon wieder heftigst an der Pistolenmunition. Aber nun gut. So, noch ein... Das ist wahrscheinlich der Typ, der gerade da umgekommen ist. Und der hat Schießpulver und wir können nicht mehr tragen. Aber bei dieser Garage ist, glaube ich, der nächste Speicherraum nicht allzu weit weg. Von daher... Noch mehr Hunde. Super. Genau das, worauf ich Bock habe. Tot. Und tot. Gut. So, bei der Karre liegt da schon der Schraubenschlüssel. Irgendwas liegt da. Gucken wir gleich nach. Kein Strom dafür. Okay, da wachsen blaue Kräuter. Ich glaube, hier ist der Speicherraum drin. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, sehr gut. Hört man an der Musik. So, packen wir erstmal wieder ein bisschen Zeugs hier da weg. Nämlich das Spray. Das eine grüne Kraut. Und das Schießpulver. Und dann gehen wir jetzt erstmal kurz zurück. Ne, da liegen noch Farbbänder, die nehmen wir auch mit. Packen wir zu den anderen. Dann gehen wir einmal kurz zurück und holen uns die Sachen, die wir gerade liegen lassen mussten. Was ist das? Ah ja, Polizeipistolenpatron. Polizeipistolenpatron. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Für das, was wir gerade verballert haben. Aber haben jetzt auch ein bisschen wieder was auf der Kante. Das ist auch nicht schlecht. So, scheint die Batterie aufzuladen. Ja, das Stromkabel, das nehmen wir mit. Ich weiß gerade so nicht mehr aus dem Kopf, wo wir das noch brauchen. Aber ich hoffe mal... Also wir werden es bestimmt brauchen. Ich glaube nicht, dass es die gleiche Funktion hat wie im zweiten Teil. Dass wir damit irgendwie so Schließladen zumachen müssen. Aber gut, so. Er wurde im Nacken gebissen, bis er starb. Oh, heftig. So, und genau, wenn wir schon mal gerade hier sind. Ich weiß nicht... die blauen Kräuter noch mit. Ich glaube, wir machen das mal. Die sind nicht umsonst hier. Genauso wie da in der Garage da diese Strauch mit blauen Kräutern wächst. So, das eine lassen wir da. Später, wie ich vorhin schon gesagt hatte, kommen wir sowieso nochmal lang. Ist vielleicht nicht schlecht, eins bei einer Speicherbox so in Griffreichweite ungefähr, sage ich mal, so zu haben. Auch wenn es nicht Griffreichweite ist. Ich weiß auch, glaube ich, warum die hier sind. Und weswegen, ja, natürlich wegen eines bestimmten Gegnertyps. Ich weiß auch genau noch, wer das ist. Aber werden wir auch gleich drauf zukommen. Das Tor ist verschlossen. Ja. Wie so viele Tore hier.
Aber okay. Sage ich heute ziemlich häufig, oder? Aber okay. Naja, ist immer so ein gutes Wort für irgendeine Überleitung auf was anderes, wenn man denkt, man hat erstmal etwas für sich abgeschlossen. Oder man versucht von sich aus auf etwas anderes abzulenken. Ja, ich weiß es nicht. Naja, egal. Ist ja auch. Also schön, wenn man sich mal so über Formulierungen unterhält, ne? Und man überhaupt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. So, ich glaube, wir speichern jetzt das erste Mal ab. Oder? Nochmal kurz hier nachprüfen alles. Ja, okay, komm, wir speichern jetzt das erste Mal ab. Ich denke, der Zeitpunkt ist ganz okay dafür. Parking Lot, ja, Parkplatz. Ist nicht unbedingt ein Parkplatz, ist eigentlich mehr so ein Garagenhaus. Ja klar, in einem Garagenhaus kann man auch parken. Aber ein Parkplatz ist für mich eigentlich so nicht etwas, was in einem Garagenhaus ist. Oh Gott. Nee, das ist keine gute Idee, die zu bekämpfen. Das sind einfach zu viele und so von allen Seiten, dass die uns angreifen, das kommt nicht gut. Da würden wir uns nur noch mehr schaden und auch unseren Vorrat von Pistolenpatronen. Ah ja, ja, jetzt genau. Ich glaube, jetzt treffen wir gleich unsere neuen Freunde. So, Downtown Map, ja. Substation, Newspaper with Gas Station, Trolley, ja. Das sind die Orte, die wir als nächstes so besuchen müssen. Zu allen werden wir noch nicht hinkommen. So, wir nehmen mal die Pumpgun. Ja. So, das sind Scheißgegner. Außer wenn sie ausbluten und sterben. Und der hat noch Schießpulver für uns. Ja, nehmen wir mit. Da ist der nächste. Ja, diese Viecher gibt es auch im Remake. Das sind die, die in dem Umspannwerk da die ganze Zeit nette Geschenke in den Rachen stopfen. Und die heißen übrigens, hatte ich glaube ich damals im Remake gar nicht erwähnt, die heißen Drain Demos. Sehr komischer Name. Ah, okay, da braucht man eine Batterie. Funktioniert nicht. Kein Stromaggregat. Ja. Müssen wir nochmal hin, wenn wir irgendwann mal eine Batterie haben. Aber gut. Nee, Moment. Das ist der falsche Weg. Nee, Moment. Hier sind wir rausgekommen, oder? Nee. Da müssen wir raus. Alles klar. Sah irgendwie genauso aus wie der Gang dort, wo wir die Karte aufgenommen haben. Deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Ja, ich wollte gerade was sagen, da beschimpft mich irgendeiner da als Scum, als Abschaum. Der scheint aber entkommen zu sein, sah auch aus wie irgendein Söldner. So, und wir gehen, wo gehen wir denn? Wir gehen erstmal hier lang. Muss mich mal so ein bisschen hier orientieren. Da sind auf jeden Fall Kräuter, an denen orientiere ich mich immer gerne. Ah ja, und das kommt mir auch bekannt vor. Nehmen wir erstmal eins mit. Okay, da hinten ist noch ein Speicherraum. Ja, wir gehen erstmal zum Speicherraum. Ein bisschen Zeug abladen. Ich denke mal, das sieht immer so aus hier wie so eine Eingangstür zu etwas, aber dabei ist das hier eigentlich nur ein Durchgang bei dieser Mauer. Das sieht eigentlich eher so aus wie eine Eingangstür von einem Laden oder irgendwie sowas. Ist einfach nur so ein Durchgang in so eine hintere Gasse. Ja, ist sehr, sehr komisch gebaut, diese Stadt, ne? Aber gut. Na, ich meine, wir reden hier von einer Stadt, die aus einem Museum eine Polizeistation gemacht hat. Oh Gott, wie viele sind da denn noch? Oh, die fressen jetzt wieder alle meine Patronen auf. Was mir echt so gar nicht gefällt gerade.
grunzen auch noch schön rum. Ja, noch einer, ey. Sag mal, geht's noch? Alter Verwalter. Scheinen aber alle tot zu sein. Na, wie steht hier nicht noch einer rum? So, das ist unser Speicherraum.